Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe von Insights by Aero. Ja, die WIM hat ja bekanntlich am 1. Oktober 2019 die Instanzlizenzierung geändert, inhaltlich als auch namentlich zu WIM Universal Licensing, abgekürzt WUL. Es soll eigentlich einfacher werden, so weit sind wir schon durchgedrungen, und welche Änderungen das wirklich mit sich bringt, das wird uns der Christoph Degen, mein lieber Kollege, der zuständig ist bei uns für WIM und VMware, also für Lizenzberatung, also Business Development, in den nächsten 25 bis 30 Minuten näher bringen. Das Slide-Set wie auch den Link zum Recording kommen, bekommen Sie selbstverständlich nachgereicht. Also da können Sie es dann in Ruhe nochmal nachlesen. Gut, Christoph, ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. So, vielen Dank, lieber Rainer. Ja, wie bereits von meinem Kollegen angeteasert, geht es heute um die neue Lizenzierung, beziehungsweise eine neue Lizenzierung ist es ja gar nicht, sondern es ist eine Adaptierung von dem bekannten Instanzlizenzmodell, das die WIM mit Februar eingeführt hat. Und nachdem wir doch ja, einige Slides heute mitgenommen haben, fangen wir gleich mal an. Und ich hoffe, Sie entschuldigen, wenn ich über die Slides ein bisschen drüber fliege. Aber ja, wir müssen schauen, dass wir natürlich alles in die Zeit reinbekommen. Gut, fangen wir mal ganz vorne an. Grundsätzlich, worum geht's? WIM hat mehrere Arten der Lizenzierung. Das ist auf der einen Seite die Perpetual-Lizenz, das heißt, da wird pro Socket lizenziert und ganz egal, wie viele virtuelle Maschinen auf diesem Socket laufen, können damit mitgesichert werden. Auf der zweiten Seite gibt es die Subscription-Lizenzen. Subscription-Lizenzen sind klassisch die WIM-Instanzen, die mittlerweile, glaube ich, die meisten von Ihnen kennen sollten. Und als drittes Standbein gibt es natürlich das Rentalprogramm VCSP, bei dem es darum geht, als Cloud-Hosting-Provider Ihren Kunden aufzutreten. Thema, wie bereits angekündigt, ist heute die Universal License. Im Endeffekt, wie schon anfangs erwähnt, es ist nichts Neues, sondern im Endeffekt ist es eine Erweiterung oder eine Weiterentwicklung des Instanzmodells. Das heißt im Endeffekt, Sie kaufen Subscription-Lizenzen, die sind für den Zeitraum, für den Sie sie kaufen, gültig, also für 1 bis 5 Jahre, und können damit alle möglichen Workloads sichern. Das heißt, ganz egal, ob es da um virtuelle Workloads geht, wie in virtuelle Maschinen von einer VMware, Hyper-V oder Nutanix, als auch die klassischen Server- und Workstation-Agents, die man mit sichern kann. Instanzlizenzen sind in Bundles von 10 Stück verkauft worden und auch das hat sich nicht geändert mit der Universal License. Die wird auch nach wie vor in 10er-Bundles angeboten. Warum hat WIM diese Änderung gemacht? Das ist im Endeffekt einfach erklärt. Die WIM ist ein Hersteller, der auch stark auf seine Community hört, beziehungsweise sich das Feedback von seinen Kunden und Partnern einholt. Und das Feedback vom Markt war einfach, dass die Instanzlizenz ein wenig komplex war, da es verschiedene Umrechnungsfaktoren gegeben hat. Das heißt, je nachdem, in welcher Edition Sie die Instanzen gekauft haben, hatten Sie ein anderes Feature-Set in den Editionen drinnen. Und je nachdem, was für ein Workload gesichert wurde, also gerade bei den Agents zum Beispiel, konnten unterschiedlich viele Agents gesichert werden mit 10 Instanzen. Aber wir gehen in den nächsten Slides eh noch genauer darauf ein. Die Kernaussage ist im Endeffekt, die Instanzlizenz wurde vereinfacht und was sich genau geändert hat, wird jetzt in den nächsten Slides genau darauf eingegangen. Wie und ja genau, wie macht die WIM die Lizenzierung jetzt einfacher? Es ist so, die Universal License gibt es zukünftig nur noch in einer Edition, beziehungsweise nicht zukünftig, sondern die Änderung hat es ab 1. Oktober gegeben. Das heißt, wenn Sie heute bei uns Subscription-Lizenzen anfragen, kriegen Sie ein Angebot für die WIM Universal License. Es gibt, wie gesagt, nur eine Edition und die entspricht einem Feature-Set einer Enterprise Plus Edition. Der Weighing Table, also der Table, den ich angesprochen habe, wie viele Workloads mit 10 Instanzen gesichert werden, wurde vereinfacht. Jetzt zählt jeder Workload nur noch eine Instanz, mit Ausnahme der Workstation, aber auch da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Was WIM sehr stark vereinfacht hat, ist das Thema mit Merge von Lizenzen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Perpetual-Lizenz, eine Socket-Lizenz mit einer Subscription-Lizenz mischen wollte, war es bis dato wichtig, dass man die gleiche Edition verwendet, weil es sonst nicht funktioniert hat.
Mittlerweile kann man jede Edition von Sockets mit der Universal License mergen und das Feature Set wird aber von der Perpetual Lizenz bestimmt. Das heißt, wenn ein Kunde jetzt zum Beispiel Standard Backup and Replication als Socket im Einsatz hat und das mit den Instanzen von der Universal License mixt, dann wird auch das Feature Set von der Universal License auf das Standard Feature Set reduziert. Ja, und im Endeffekt ist zusammen mit dieser Universal License, die es jetzt nur noch in einer Edition gibt, auch der Preis vergünstigt worden. Das heißt, Sie kriegen eine vollwertige Lizenz mit einem Enterprise Plus Feature Set, aber das zu einem wesentlich günstigeren Preis, als Sie es bis jetzt bekommen haben. Was ist der genaue Unterschied zwischen VOL und VIL, also dem der Universal License und dem Instance Licensing Programm? Schauen wir uns einmal an, wie es in der Vergangenheit war. Den meisten von Ihnen sollte es bekannt sein, wir wiederholen es trotzdem ganz kurz. Wenn Sie Backup and Replication Instanzen hatten, konnten Sie sich aussuchen, ob Sie Standard, Enterprise oder Enterprise Plus einsetzen. Und je nachdem, welche Edition Sie haben, konnten Sie unterschiedlich viele Workloads sichern. Also in dem Fall zum Beispiel ein Kunde, der die 10 Instanzen von der Standardversion im Einsatz hatte, konnte als Beispiel 3 Server sichern und hatte noch eine Instanz übrig, um zum Beispiel eine VM zusätzlich noch zu sichern. Mit der Änderung auf die Universal License ist es so, dass jeder Workload nur noch eine Instanz zählt. Und wie bereits angesprochen, bei den Workstations hat es da eine kleine Änderung gegeben. Eine Workstation zählt jetzt eine Instanz für 3 Workstations. Warum hat die VM das so gemacht? Wenn man sich anschaut, in der Enterprise Plus Edition war ein Workstation Agent 0,33 Instanzen wert. Dementsprechend ist natürlich der Wert hier angepasst worden und mit einer Instanz, um die einfache Aufschlüsselung seiner Workloads beizubehalten, hat sie gesagt, okay, mit einer Instanz können wir jetzt bis zu 3 Workstations sichern. Wenn wir uns das Ganze preislich anschauen, ich habe hier ein Beispiel mitgenommen, das ist leider nur in US-Dollar, aber ich glaube, es macht trotzdem die Kernaussage erklärt trotzdem die Kernaussage. Schauen wir uns mal an. Zum Beispiel bei Backup Essentials gab es natürlich die Editionen Standard, Enterprise und Enterprise Plus. Die Preise, die hier stehen mit 40, 80 und 120 Dollar, war der Preis für einen Workload, also sprich für eine Instanz. Natürlich muss man jetzt beachten, dass diese Instanzen nur in diesen 10er Bundles verkauft wurden. Als Vergleich dazu, in der Universal License ist es so, dass ein Workload 80 Dollar wert ist. Das heißt natürlich, verglichen mit einer Standard-Edition bei Backup Essentials ist es jetzt ein bisschen teurer worden. Dafür kann man natürlich auch mehr Workloads damit sichern. In der Enterprise-Edition ist der Preis hier ziemlich gleich geblieben und im Vergleich zu einer Enterprise-Plus-Edition in der Subscription-Variante ist es dementsprechend günstiger worden. Das Gleiche kann man sich natürlich auch für Backup and Replication oder die Availability-Suite anschauen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist durchwegs günstiger worden für einen Kunden. Ich habe noch hier einen Slide, der im Endeffekt auf das Pricing Objection Handling eingehen soll. Im Endeffekt, was ich jetzt die letzten paar Minuten versucht habe, Ihnen näher zu bringen. Das Kunde könnte jetzt sagen, es ist ja alles viel teurer worden jetzt, weil ich kann jetzt keine 10 Instanzen der Standard-Edition mehr kaufen, sondern bin jetzt sozusagen gezwungen, ein Feature-Set der Enterprise Plus zu kaufen, das ich nicht gar nicht mal benötigen würde. Das stimmt, aber stimmt natürlich nur zum Teil, wie eingangs erwähnt, mit 10 Instanzen nun mehr Workloads gesichert werden können. Das heißt, wenn wir vielleicht noch einmal ganz kurz zurückspringen, in einer Standard-Edition mit 10 Instanzen konnte man 10 Workstation Agents sichern. Jetzt mit der Universal License kann man gleich 30 Agents mit sichern, weil ja 3 Workstations als eine Instanz gerechnet werden. Wirkt für den einen oder anderen eventuell ein bisschen komplex, aber wie gesagt, es ist einfacher, weil man keine Rechnungen mehr anstellen muss, dass man sagt, okay, ich habe so und so viele Server-Agents, ich habe so und so viele VMs, wie viele Instanzen benötige ich denn, wenn ich auf die und die Edition gehe? Das ist alles weggefallen, man kann jetzt mit einer Instanz pro Workload rechnen. Gehen wir mal darauf ein, welche Produkte es mit dieser VM Universal License überhaupt geben wird. Wie in der Vergangenheit mit den Instanzen wurden Workloads wie die VM Agents abgedeckt für Windows Server und auch die Workstations, natürlich auch den Agent für Linux, die VM Availability Suite und Cloud Workloads zu sichern.
Was derzeit noch nicht mit VOL gesichert werden kann, sind die Agents für Oracle Solaris und IBM RX. Die sollten aber in einer Version 10 dazukommen. Backup für Office 365 ist natürlich auch eine Subscription-Lizenz, zählt aber nicht in den Workloads der Instanzen oder der Universal License mit rein, genauso wie der Availability Orchestrator und das Veeam Management Pack. Was hat sich geändert seit 1. Oktober? Im Endeffekt, die Timeline ist so, die VIL, also die Veeam Instance License, wurde nun umbenannt in die Veeam Universal License und dementsprechend wurden auch diese SKUs mit in die Preisliste aufgenommen. Das heißt, im Endeffekt, Sie als Partner bekommen von uns, wenn Sie Subscription anfragen, keine VIL-Instanzen mehr angeboten, sondern ausschließlich nur noch die VUL-Instanzen. Das ist auch ganz wichtig zu beachten, wenn es um ein Renewal geht. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Kunden haben, der seine Subscription Lizenzen, seine bestehenden, verlängern will, werden diese gleich mit den SKUs der Universal License verlängert. Und dementsprechend hat der Kunde aber natürlich auch gleich das dementsprechende Feature-Set. Das heißt zum Beispiel, ein Instanzenkunde, der Standard-Instanzen hatte, verlängert jetzt mit der Veeam Universal License und wird automatisch auf das Enterprise Plus Level gehoben. Was zusätzlich dazu gekommen ist, und da werde ich in den nächsten Slides auch nochmal ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen, ist das VBR Starter Bundle. Das ist ein neues Bundle, das die Veeam eingeführt hat, ist sehr ähnlich dem Backup Essentials, was die meisten von Ihnen, glaube ich, gekannt haben, und ist eine sehr gute Einstiegslösung für einen Kleinkunden, der noch kein Veeam im Einsatz hat. Was kann das VBR Starter Bundle? Das VBR Starter Bundle entspricht einem Feature Set der Standard Edition. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Kunden haben, der noch gar kein Veeam im Einsatz hat und sichern möchte und sagt, er braucht die Enterprise Plus Features einer Enterprise Plus Edition nicht, dann können Sie ihm gern das VBR Starter Bundle anbieten. VBR Starter wird ausschließlich als Subscription-Lizenz verkauft, das heißt, gibt es nicht in der Socket-Variante, gibt auch hier eine Mindestabnahmemenge von 10 Universal-Instanzen und ist begrenzt aber auf 20 Instanzen pro Kunde. Das heißt im Endeffekt, Sie können bis zu 4 von diesen Bundles kaufen. Wer sich erinnern kann, die Backup Essentials gab es auch in Bundles von 5 Stück, aber man musste mindestens 2 Bundles kaufen, also sprich mindestens 10 Instanzen abnehmen. Genauso ist es beim Starter Bundle. Das heißt, man muss mindestens 2 Bundles, 10 Instanzen kaufen, kann bis zu 4 von diesen Bundles kaufen, um eben 20 Instanzen abzusichern. Die Merge Rules haben sich natürlich auch geändert. Wie eingangs erwähnt, kann man nun jede Edition mit der Universal License mischen, was natürlich sehr hilfreich ist, weil Sie bei Ihrem Kunden nicht mehr explizit danach fragen müssen, welche Edition hat er denn im Einsatz, damit wir schauen, damit wir die richtigen Instanzen dazu anbieten, sondern Sie bieten die Universal License an. Es kann mit jeder Edition gemischt werden und das Feature Set der Instanzen begrenzt sich dann eben dementsprechend auf das Feature Set der Socket-Variante. Mit der Version 10, die ja, ich sage jetzt mal, hoffentlich noch dieses Jahr kommen sollte. Eine ganz genaue Info kann ich Ihnen dazu leider noch nicht geben, aber wir gehen stark davon aus, dass es noch dieses Jahr kommt. Gibt es natürlich auch nochmal die ein oder andere Änderung, aber auf die möchte ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Wir werden bestimmt noch ein weiteres Webinar dazu planen, um die Änderungen der Version 10 Ihnen vorzustellen, doch hier dann noch einmal genau auf die Lizenzierung einzugehen. Eine Frage, die für viele wahrscheinlich ganz, ganz wichtig ist und die wir auch des Öfteren schon gestellt bekommen haben, ist, ob sich in der Socket-Lizenzierung auch etwas ändert. Da kann ich ganz eindeutig sagen, nein. Also die Socket-Lizenzen bleiben bestehen, die gibt es nach wie vor in den Editionen, die Sie kennen, in Standard, Enterprise und Enterprise Plus. Auch in der Lizenzierung selbst hat sich nichts geändert, an den Preisen hat sich nichts geändert. Per Socket wird in dem Fall nicht angegriffen und ist nicht betroffen von der Änderung der Universal License. Ja, ich habe es jetzt vorher eh schon ein bisschen vorweggenommen. Was ist dieses VBR Starter Bundle eigentlich? Schauen wir es uns vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz an, zur Wiederholung. Ein Starter Bundle ist eben ein Bundle aus Backup and Replication und mit einem Feature Set der Standard Edition. Gibt es ausschließlich als Subscription Lizenz und auch hier, obwohl es die Standard Edition ist, zählt jeder Workload nur eine Instanz. Das heißt, es ist wirklich eine gute Möglichkeit, wenn ein Kunde zu Ihnen kommt, der noch keinen Veeam im Einsatz hat und sagt, er möchte einen Agent zum Beispiel sichern, wäre das
ich sage jetzt mal, in unserem Bereich, in dem wir arbeiten, mit uns meine ich das königliche uns, also sprich mein Bereich, die Socket- und Subscription-Lizenzierung. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Agents in VCSP abzudecken. Das wäre eventuell eine noch günstige Variante, weil man auch einen einzelnen Agent noch lizenzieren kann. Aber in der Perpetual- und der Subscription-Lizenzierung wäre das die günstigste Einstiegsmöglichkeit in die Backup-Welt von Veeam. Ja, auf die restlichen Punkte bin ich vorher eh schon eingegangen. Es wird eben in Bundles von 5 Instanzen verkauft. Man muss aber mindestens 2 Bundles nehmen, damit man 10 Instanzen hat. Und in einer Umgebung können maximal 20 Instanzen gesichert werden. Wichtig zu beachten wäre eventuell, dass mit dem Starter-Bundle kein zentrales Management möglich ist. Das heißt, Sie können jetzt nicht auf der einen Seite VBA Starter Ihrem Kunden anbieten und dann zusätzlich Backup and Replication in einer Socket-Variante, ganz egal ob Standard Enterprise oder Enterprise Plus, dazu nehmen und diese zusammen mergen, das wird nicht funktionieren. Gut. Um es eventuell noch einmal zusammenzufassen, was genau können wir jetzt eigentlich ab 1. Oktober anbieten, beziehungsweise was können Sie Ihren Kunden verkaufen? Haben wir hier einen ganz guten Overview-Slide mitgenommen, der zeigt im Endeffekt die Editionen, die wir einem Kunden in diesem Bereich anbieten können. Das heißt, es ist auf der einen Seite mal natürlich die Veeam Availability Suite, ich sage jetzt mal das Flaggschiff von der Veeam, bei dem man sowohl seine Backups sichern kann, als auch ein Monitoring dabei hat. Das heißt, in der Availability Suite ist Veeam One mit dabei. Wenn ein Kunde Wert auf das Monitoring seiner Umgebung legt, dann wäre eine Alternative zur Availability Suite das Backup Essential Bundle. Wie die meisten von Ihnen wissen, Backup Essential Bundle ist die günstigste Einstiegslösung, ist aber auch eine Art Insellösung. Das heißt, Sie können maximal 50 Instanzen oder 6 Sockets in einer Umgebung damit sichern. Was sich in der Vergangenheit noch geändert hat, wer es bis dato noch nicht mitbekommen hat, ist, dass die Begrenzung der Essential Bundles aufgehoben wurde. In der Vergangenheit war es so, dass pro Domain, pro Kunde maximal 3 von diesen Essential Bundles verkauft werden durften. Das hat sich geändert. Ein Kunde kann mittlerweile mehr von diesen Essentials-Lizenzen kaufen. Wichtig zu beachten ist aber, dass in einem Cluster, in einer Umgebung maximal 6 Sockets mit Essentials abgedeckt werden können. Wenn ein Kunde kein Monitoring braucht, gehen wir klassisch auf Backup and Replication oder in dem Fall eben auf die neu eingeführte Starter-Lizenz von Veeam. Gerade bei den VUL-Lizenzen hat Veeam jetzt schon mehrmals wiederholt, jede VUL-Instanz das Feature-Set der Enterprise Plus. Dementsprechend steht natürlich auch hier das Feature-Level drin. Wenn wir uns die Socket-Variante anschauen, gibt es natürlich nach wie vor die verschiedenen Editionen, Standard, Enterprise und Enterprise Plus. Welche SKUs sind end-of-life gegangen? Habe ich auch hier eine Übersicht mitgenommen. Also im Endeffekt betrifft es alle Instanzen. Ganz egal, ob es da um die Availability Suite Instanzen geht, um Backup and Replication Instanzen oder um die Backup Essentials Instanzen. Die Instanzen, die wir jetzt anbieten können, und ich glaube, diese Übersicht sollte auch Ihnen helfen, um da ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Und wie gesagt, wir lassen Ihnen diese Präsentation natürlich gerne zukommen. Im Endeffekt, ein Kunde, der bis dato Availability Suite Standard oder Enterprise Instanzen gekauft hat, dem kann man jetzt natürlich die Availability Suite Universal Lizenzen anbieten oder wie bereits erwähnt, wenn man Monitoring benötigt, auch auf das Essential Bundle gehen, wenn es eine kleinere Umgebung ist. Bei Backup and Replication Instanzen bietet man auch jetzt nach wie vor Backup and Replication die Universal License an. Alternativ dazu kann man natürlich das Starter Kit anbieten, was auf 20 Instanzen begrenzt ist und es nur als Subscription Variante gibt. Und ein Kunde, der bis dato Backup Essentials im Einsatz hatte, kann natürlich jetzt entscheiden, benötigt er weiterhin ein Monitoring seiner Umgebung oder nicht und kann dementsprechend die Essentials Universal Lizenzen oder eben eine Starter Lizenz dazu anbieten. Merge Roles, das ist jetzt ein bisschen ein komplexeres Thema und ich würde Sie da wirklich bitten, dass wenn Sie Anwendungsfälle hätten, Sie einfach auf uns zukommen, wir uns das Fall für Fall anschauen und schauen, wie wir Ihren Kunden am besten weiterhelfen können, seine Lizenzen in seinem Portal zu mergen, beziehungsweise wenn er seine Umgebung erweitern möchte, dass wir schauen, welche
Lizenzen können wir dazu anbieten, was Sinn macht. Weil wenn ich jetzt auf alle Merch-Rules eingehen würde, die es bei Veeam gibt, dann würde es hier ein bisschen den Rahmen sprengen und ich glaube, sie würden auch nach ein paar Minuten abschalten, weil es doch ein wenig komplex ist, wenn man sich damit noch nicht ausgiebig beschäftigt hat. Aber wie gesagt, das Know-how ist auf unserer Seite da. Das heißt, rufen Sie uns an, rufen Sie mich an, unseren Innendienst. Wir sind da an und für sich alle sehr gut gebrieft und können Sie dabei sehr gerne unterstützen. Grundsätzlich kann man sagen, um jetzt ganz grob drüber zu fliegen, dass man die Universal-Lizenzen, wie gesagt, mit jeder Edition mixen kann und das Feature-Set der Universal-Lizenzen oder der Universal-Lizenzen auf das Feature-Set der Socket-Variante begrenzt wird. Im Endeffekt benötigt ein Kunde also die Universal-License in der Enterprise-Plus-Edition, gibt es natürlich auch nur in dieser, und kann sie mit jeder x-beliebigen Socket-Variante mixen. Wie es auch hier steht, alle anderen Merge-Rules bleiben bestehen. Das heißt, die Merge-Rules, die Sie in der Vergangenheit bereits gekannt haben, dass man eine gewisse Edition nur mit der dementsprechenden Instance-Licensing-Edition mischen kann, ist dementsprechend ja weggefallen, weil es diese Instanzlizenzen nicht gibt. Aber natürlich gibt es immer noch so Merge-Rules, kann man Essentials-Socket mit Essentials-Instanzen mischen und so weiter. Aber wie gesagt, kommen Sie da auf uns zu und wir beraten Sie gerne Fall für Fall. Falls ich nicht darauf eingegangen bin, im schlimmsten Fall wiederholen wir es noch einmal kurz, das VBR Startup Bundle kann man nicht mischen. Das heißt, es gibt es ausschließlich als Subscription-Variante, als Universal License und kann man mit keiner anderen Edition mischen. Ich habe auch hier einen Slide mitgebracht, der eventuell ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick scheint, aber mir persönlich war es trotzdem wichtig, dass ich Ihnen das Ganze zeige. Es ist nämlich so, die Universal-Lizenz kann zwar jetzt bestellt und geliefert werden, das heißt, wenn Sie bei uns eine Bestellung für eine Subscription-Lizenz schicken, bekommen Sie von uns auch 10 Instanzen für diese Universal-Lizenz. Jetzt ist es natürlich so, dass ein Kunde, der vielleicht schon Sockets im Einsatz hat und seine Universal-Lizenzen mit diesen Sockets mischen möchte, ein Problem mit seinen Lizenzfiles bekommen könnte. In dem Fall ist es so, wenn ein Kunde 10 Instanzen kauft in der Universallizenz und diese mit VBR Standard zum Beispiel mischen möchte, dann bekommt er ein Lizenzfile für 30 Instanzen, damit man eben dieses Instanzlizenzfile mit den Sockets mischen kann. Und das, glaube ich, wird in Zukunft bei Kunden des Öfteren die Frage aufwerfen, wenn der jetzt Subscription-Lizenzen bestellt und dann in sein Lizenzportal reinschaut und dort auf einmal mehr Lizenzen drinnen hat, als er eigentlich bestellt hat. Sagen wir uns ehrlich, wenn jemand mehr bekommt, als was er eigentlich gekauft hat, sollte man sich ja eigentlich nicht drüber beschweren. Das heißt, es ist eigentlich eine wirklich sehr gute Sache und die Veeam schenkt Ihnen hier sozusagen auch wirklich Lizenzen, könnte man so sehen. Aber natürlich sorgt es bei dem einen oder anderen Kunden für Unsicherheit, der dann nicht genau weiß, wieso habe ich denn jetzt eigentlich mehr Instanzen hier drinnen. In der Edition 10 wird es dann aber so sein, wenn die rauskommt, dass ein Kunde 1:1 die Umrechnung seiner Instanzlizenzen auf die Universal License bekommt. Das heißt, ein Kunde, der jetzt 30 Instanzen in der VEL-Version im Einsatz hatte, bekommt dafür auch 30 Instanzen als Universallizenz in der Version 10. Und wenn man jetzt überlegt, dass die Workloads natürlich weniger zählen oder anders gesagt, dass die Workloads jetzt eigentlich, dass man mit einer Instanz mehr Workloads sichern kann, ist das eigentlich wirklich ein, könnte man fast so sagen, ein Geschenk von der Veeam, weil man natürlich mehr Workloads mit seinen bestehenden Lizenzen zukünftig sichern kann. Den ein oder anderen Punkt, den ich hier noch mitgenommen habe und Ihnen gern näher bringen wollte, sind die Gratis-VOL-Lizenzen. Wer sich erinnern kann, als die Veeam das Instanzlizenzmodell im Februar eingeführt hat, war es so, dass ein Kunde, der ausschließlich Socket-Lizenzen im Einsatz hatte, gratis Instanzlizenzen bekommen hat, um diese einfach mal zu testen, um mal auszuprobieren, wie funktioniert denn das eigentlich, was kann ich mit diesen Instanzen eigentlich machen. In der Universal License hat sich das nicht geändert. Das heißt, ein Kunde, der bis dato ausschließlich Sockets im Einsatz hatte, und das ist wichtig zu beachten, er darf keine Subscription-Lizenzen im Einsatz gehabt haben, bekommt für jeden Socket, den er hatte, eine Gratis-Instanz. Natürlich begrenzt auf 6 Instanzen. Das heißt, auch wenn ein Kunde von Ihnen jetzt zum Beispiel 20 Sockets im Einsatz haben sollte, bekommt er maximal 6 Gratis-Lizenzen dafür und kann diese aber
so verwenden, wie er es benötigt. Das heißt, Vim schreibt da nicht vor, dass mit diesen sechs Instanzen nur ein gewisser Workload gesichert werden kann, sondern sie können entweder sechs virtuelle Maschinen, sechs Agents und dergleichen sichern. Diese Instanzen sind gültig, bis der erste Kauf einer Universal-Lizenz auch wirklich stattfindet. Das heißt, wenn Sie einen Kunden haben, der jetzt diese sechs Gratis-Instanzen verwendet und dann aber zusätzlich 10 weitere Subscription-Lizenzen kauft, dem fallen dann seine 6 Gratis-Lizenzen weg. Das muss man natürlich beachten. Nicht, dass der Kunde glaubt, er hat dann 16 Instanzen, also sprich die 10 neu gekauften, die 6 Gratis-Instanzen. Das ist nicht der Fall. Also es ist wirklich ein Entgegenkommen von Vim, um Ihnen die Subscription-Lizenz einmal ein bisschen vorzustellen und sich die anzuschauen. Es gibt natürlich auch eine Conversion, die es auch in der Vergangenheit gegeben hat, bei der ein Kunde von Socket auf Instanzen umstellen könnte. Weil ich immer Instanzen erwähne, es ist ja im Endeffekt keine Instanz mehr, es ist eine Universal-Instanz. Da muss man natürlich ganz genau auf das Naming aufpassen. Rein vom Umfang her oder was man damit machen kann, ist es aber dasselbe. Wie gesagt, auch hier gibt es eine Promo derzeit, die können wir Ihnen gerne anbieten und da gibt es einen Umrechnungsfaktor, der 1:7 ist, das heißt für einen Socket kriegt ein Kunde 7 virtuelle Maschinen. Zu guter Letzt noch eine gute Info, aber es ändert sich leider erst mit der Version 10, die eben hoffentlich dieses Jahr noch rauskommt. In Zukunft wird ein Kunde wieder 2 Lizenzfiles in sein Lizenzportal einspielen können. Das heißt, in der Vergangenheit mussten wir immer schauen, wenn ein Kunde Subscription und Sockets mischen wollte, dass wir das Ganze zu einem Lizenzfeld zusammenfügen. Diese Begrenzung ist weggefallen. In der Version 10 kann man auch wieder 2 Lizenzfiles einspielen. Das heißt, es gibt nicht zwingend einen Grund dafür, seine Lizenzfiles zu mergen. Gut, falls es dazu noch Fragen gibt, möchte ich Ihnen ganz kurz nur im ProPartner-Portal oder Sie darauf hinweisen, dass es jede Menge Infos im ProPartner-Portal dazu gibt. Einfach einmal einloggen, reinschauen, da sind wirklich viele Infos dazu. Sollten Sie das nicht finden können, kommen Sie auf uns zu. Ich habe da jede Menge Informationen, die ich natürlich auch mit unseren Partnern teilen kann und Ihnen da möglichst gute Infos zur Verfügung stellen. Im Endeffekt in der Licensing Policy ist das Ganze auch nochmal im Detail beschrieben und ja, natürlich, wie gesagt, sollte es Fragen dazu geben, steht auch ich Ihnen, unser gesamtes Team, unser Innendienst, wie auch unsere BDMs Ihnen sehr gerne zur Verfügung, um detaillierte Fragen zu dem Thema zu beantworten und sich auch wirklich Fall für Fall beim Kunden anzuschauen, wie man jetzt seine Umgebung erweitern könnte, beziehungsweise am günstigsten seine Workloads abdecken kann. Gut, das war's von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und ich gebe zurück an meinen Kollegen, den Rainer Hornacek. Ja, vielen Dank, Christoph. Du hast das eigentlich schon vorweggenommen, unsere Services. Also wie gesagt, für alle, die es nicht kennen, wichtig, ich möchte nochmal sagen, diese Merge-Rules, was du gesagt hast, dass das doch eher ein bisschen so zu formulieren tricky sein kann. Bitte nutzen Sie da wirklich unser Team, damit man da das Richtige anbietet. Gut, dann ich sehe, es sind keine Fragen aufgetreten. Ich denke aber, die werden sicher kommen. Ja, dann darf ich mich für Ihre Teilnahme bedanken. Wie gesagt, für alle, die dazugekommen sind, das Lightset als auch die Aufzeichnung vom Webinar schicken wir selbstverständlich zu. Da können Sie es gerne nochmal nachlesen. Und ich darf mich verabschieden und freue mich, Sie bei einem der nächsten Aero-Webinare wieder begrüßen zu dürfen und wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.